Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Heute möchte ich mir mit euch die Person anschauen, die für Dooku als ein Jedi-Padawan war, ein Vorbild war und die er sehr gerne als seine Jedi-Meisterin gehabt hätte. Die Informationen, auf die ich mich hier beziehe, könnt ihr alle in Dooku der verlorene Jedi nachlesen. Man kennt es von Dooku selbst, später dann aber auch, dass er sehr daran interessiert war, andere Artefakte, andere Rituale und andere Dinge zu studieren, aber auch zu lernen. Weswegen auch Qui-Gon Jinn sehr von Prophezeiungen dann besessen war, was Obi-Wan allerdings nicht teilte. Doch diese Faszination bezüglich Sith-Artefakten oder anderer Ritualen, die die Jedi vielleicht nicht praktizieren würden, kam man von einer bestimmten Jedi-Meisterin, die zur Zeit, wo Dooku noch ein Jedi-Padawan, sein Vorbild und seine Mentorin war. Und zwar Jedi-Meisterin Lena Costana. Schon als Jüngling verbrachte Lena sehr, sehr viel Zeit damit, die Studien der dunklen Seite zu beherzigen. Sie brach sogar einmal mit einer Freundin in die versteckten Bogan-Kollektion der Jedi-Archive ein, wo sie dann Sith-Artefakte fanden, die die Jedi unter Verschluss hielten und nicht studierten, sondern einfach wegsperrten, damit andere sie niemals finden konnten. Doch Lena gab ihre Studien der dunklen Seite nicht auf. Selbst wie sie Jedi-Meisterin wurde, hat sie sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, dunkle Artefakte zu studieren, sie zu finden, aber auch ihren Grund zu erfahren und wofür sie verwendet wurden. Denn sie kritisierte immer sehr an dem Jedi-Orden, dass sie zwar dunkle Artefakte sicherstellten, diese aber nicht studierten, sondern einfach wegsperrten. Und auch Dooku fand zusammen mit seinem besten Freund Cypher Diaz diese Kollektion und wurde danach von Meister Yoda bestraft. Allerdings war Lena Costana relativ angetan vom Baden und steckte ihnen immer wieder verschiedene Dinge zu, wie zum Beispiel ein dunkles Buch, in welchem auch einige Sith-Kreaturen zu finden waren. Nach diesen Aktionen war sich Dooku sicher, dass es sich bei Lena Costana um eine Sith-Lady handeln musste. Er konfrontierte sie damit. Allerdings wurde ihm schnell klar, dass das, was er gefühlt hat, nur seine eigenen Emotionen waren und er sie auf Lena projiziert hat. Von dem Zeitpunkt an war er fasziniert von ihren Lehrmethoden, ihren Ansichten, aber auch ihr Wissen, das sie sich über die Jahre angehäuft hat. Es ging sogar so weit, dass er sich nichts mehr von ihr erwünschte, als bei der Padawan-Auswählung ihr Padawan sein zu dürfen. Lena Costana entschied sich allerdings für Cypher Diaz, Dookus besten Freund, und Dooku selbst wurde von Großmeister Yoda persönlich ausgebildet. Trotz der Tatsache, dass er sich wahnsinnig darüber freute, dass Yoda sein Lehrmeister war, kam er nie von der Faszination von Lena Costana weg und freute sich immer darüber, wenn sie ihn auf Missionen mitnahm. Ich bin mir ganz sicher, dass sie der ausschlaggebende Punkt war, warum Dooku sich dann selbst mit Prophezeiungen und Mythen und Legenden beschäftigt hat, dieses Wissen dann wiederum an Qui-Gon Jinn weitergab, der versucht hat, es an Obi-Wan weiterzugeben, aber wir wissen ja alle, dass Obi-Wan für das einfach nicht aufnahmefähig oder aufnahmebereit war. Abschließend hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich super über ein Like und ein Abo auf dem Kanal freuen. Und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.